Heute gibt es eine Future Star Academy Review zu Nicolò Rovella. Und ja, schon mal vorne vorweg, er ist eher ein durchschnittlich guter zentraler Mittelfeldspieler. Das liegt auch an seinen Arbeitsraten mit Mittel-Mittel, seinen 4-Sterne Skill-Moves und 4-Sterne Weakfoot, was meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt in FIFA 23 der Standard bei jeder FUT-Promokarte sein sollte. Rovella hat den Bodytype Lean, das ist normalerweise nice zum Dribbeln, nur leider ist er nicht sehr dribblingstark. Die Ingame-Werte, die man am meisten bemerkt hat, war das Defensivbewusstsein, das war wirklich top, genauso wie die Ausdauer und die Interceptions. Hat man nämlich einen Passweg gut zugestellt, hat Rovella auch meistens den Ball gewonnen. Die Werte, die ich am schlechtesten beurteilen muss nach der Ingame-Review, ist die Physis, denn Rovella wird ab und zu einfach zerstört, also wirklich, der wird physisch wirklich weggedrückt und man hat da gar keine Chance. Andererseits ist noch die Ruhe wirklich ein großes Manko, besonders in brenzligen Situationen, und wenn Rovella unter Druck gerät, dann kann er sehr leicht den Ball vertändeln und die FUT-Karte reagiert sehr langsam. Die Kopfballgenauigkeit, insbesondere im Mittelfeld, ist auch sehr schlecht, da das auch ein sehr niedriger Wert ist und dadurch kriegt man auch sehr wenig gute Kopfballanimationen, geschweige denn, wenn man überhaupt eine Kopfballanimation bekommt. Und unser Tipp ist deswegen, spielt Rovella neben einem größeren und kopfballstärkeren zentralen Mittelfeldspieler. Wir haben in unserer Review Rovella mit einem Katalyst ausgestattet, um das Tempo zu boosten und auch die Passwerte zu pushen. Alternativ kannst du natürlich dich für einen Anker entscheiden, um vielleicht ein bisschen die Physis zu pushen. Lass uns unten in den Kommentaren wissen, für welchen Chemiestil du dich entscheiden wirst. Jetzt bauen wir noch schnell ein Team um Rovella auf. Da kann man hauptsächlich nur Serie A Teams bauen, also so habe ich das gemacht. Und hier seht ihr mein Team. Ich habe meistens die Formation 4-4-2 gespielt oder halt 4-2-3-1. Da hat Rovella entweder als ZM oder als ZDM gespielt. In-game sehen wir dann gleich, dass sein Stellungsspiel, wie schon bei den Werten erwähnt, überraschend gut war. Die Tacklings waren auch überdurchschnittlich gut und man ist recht oft der Zweikampfsieger gewesen. Sein KI-Verhalten und auch das R1-Halten ist sehr wirksam und verzeichnet auch oft Erfolge. Und wenn man mit Rovella den Ball erobert hat, konnte man auch gleich mit sehr präzisen kurzen oder auch langen Pässen den Konter einleiten. Die Passleiste ließ sich sehr gut dosieren, er neigt unter Druck zwar zu Fehlpässen, hatte dann aber am Ende jedes Spiels ca. 80% an erfolgreichen Pässen. Auf den ersten Blick glaubt man erst gar nicht, dass mit dieser Objective-Karte auch einige Tore erzielt werden können, aber seine Schusskraft ist wirklich top. Ich konnte sogar ein Freistoßtor erzielen, zumindest aus naher Distanz. Und sonst kann ich nur sagen, dass man den Abschluss mit dem linken Fuß eher vermeiden soll, da der sehr schlecht ist. Sehr schlecht ist leider auch sein Dribbling, das fühlt sich nicht gut an, er reagiert nur unterdurchschnittlich langsam. Sein enges Dribbling, also L1, R1 Dribbling, ist akzeptabel, aber nichts Besonderes. Und selbst mit den 4-Sterne Skill Moves kann man nicht wirklich was anfangen, da die nicht schnell genug ausgeführt werden. Und da hätte ich mir eben aufgrund des Bodytype Lean mehr erhofft. Eine weitere Schwachstelle und auch die letzte Schwachstelle von Rovella ist leider seine Physis, denn er wird leicht in Zweikämpfen weggedrückt. Insbesondere wenn man gegen robustere Gegenspieler spielen muss, also das ist ja gang und gäbe, dass man gegen Virgil van Dijk oder eben einen Flashback Sergio Ramos ankommen muss oder im Mittelfeld gegen Vieira. Es ergeben sich deswegen neue Werte für die Karte von Rovella. Er bleibt beim Gesamtrating bei einer 88 und vereinzelte Werte wie Pace, Schießen, Passen und Physis gehen einen kleinen Ticken nach oben. Da Rovella eine Objective-Karte ist, sprechen wir hier von einem Zeit-Leistungs-Verhältnis. Dem würde ich eine 5 von 10 geben, da man ja doch ca. 25 plus Matches machen muss, die mindestens 12 Minuten dauern. Und das ist schon wirklich eine Mammutaufgabe, auch wenn man die Future Star Rovella Objective mit der Future Star Lindström Objective kombinieren kann. Und man dann zwei 88er, zwei 86er, zwei 84er und zwei 82er Future Star Karten erhält. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um rechtzeitig Bescheid zu bekommen, wann die Future Star Lindström Review online geht. Unser Fazit zu Rovella: Er ist ein eher durchschnittlich guter zentraler Mittelfeldspieler im Verhältnis zu dem Zeitaufwand, der damit verbunden ist. Er hat Schwächen im Bereich des Dribblings, ist hauptsächlich in Serie A Teams mit voller Chemie spielbar. Und wenn man das schafft, kriegt man eine FUT-Karte, die viele Ballgewinne erzielen wird, dank gutem defensiven Verhalten und gutem KI-Verhalten. In-game hat er auch noch einen stabilen Abschluss, also kann er auch ein oder zwei Tore mal erzielen. Und nebenbei steuert er noch einige Assists bei mit seiner hohen, erfolgreichen Passquote.
Wenn dir diese Review gefallen hat, dann lass ein Like und ein Abo da. Lass uns unten in den Kommentaren wissen, ob du die Objective von Rovella abschließen wirst. Und dann bis zum nächsten Mal, hau rein.